Willkommen zurück zu einer neuen Folge von OMSI 2, dem Omnibus-Simulator. Wir sind heute nochmal auf dem Add-on Düsseldorf unterwegs, heute allerdings auf der Linie 835. Und wie ihr seht, bin ich schon ein bisschen vorgefahren, nämlich hier zum Kirchplatz. Da starten wir heute, denn der erste Teil rund um Holthausen, den fand ich jetzt nicht so spannend zu fahren. Und viele von euch haben auch in die Kommentare geschrieben, so ganz realistisch ist er auch nicht. Deswegen dachte ich mir, überspringen wir das direkt mal und starten hier am Kirchplatz und werden dann später noch eine Fridays for Future Demonstration sehen. Das heißt, ich würde sagen, es wird heute spektakulär. Wir fahren einfach mal los. Und ich habe mir natürlich auch fleißig euer Feedback durchgelesen. Waren ein paar ganz interessante Sachen dabei. Ich glaube aber, am meisten wurde von euch bemängelt, dass ich doch tatsächlich über eine rote Ampel gefahren bin. Das ist wirklich frech von mir. Aber es ist ja nicht so, als würden das Busfahrer in der Realität nicht machen, ne? Kirchplatz. Letztens noch gesehen. Da wurde erst noch überlegt, ob man bremst, weil es war noch genug Abstand. Und dann wurde vollkommen auf das Gas getreten, sodass dann auch sicher war, dass man über Rot fahren würde. So, gute. Ja, danke, dass Sie mich reinlassen. Freundlich sind wir hier in Düsseldorf. Ach komm, können wir erstmal noch. Wenn Sie noch ein Butterbrot essen wollen oder sowas, machen Sie es. Dauert noch ein paar Stündchen. So, jetzt geht's aber weiter. Also in Düsseldorf ja ziemlich schlimm, da wird auch keine Rücksicht auf einen genommen, wenn man irgendwie aus einer anderen Stadt kommt oder sowas, was man ja am Kennzeichen oft sieht. Da wird einfach gnadenlos gehupt, wenn man irgendwie nicht ganz weiter weiß oder wenn man nicht innerhalb von 2-3 Sekunden an der Ampel startet in der Innenstadt, dann wird gehupt. Das ist ganz fürchterlich. So, Gott sei Dank haben die Fahrgäste keine Hupe, die können nur durch Gemecker hier ihrem Frust Luft machen. Guten Tag, Mahlzeit. So, kommen Sie alle mal rein hier, ne? Schönen guten Tag, hallo. Sind Sie freundlich, bin ich auch freundlich. So ein Ding ist das. ich habe mir natürlich euer Feedback auch zur Karte durchgelesen und ich meine, wir waren uns da in weiten Teilen einig. Das hat schon hier ganz schöne Stellen, aber es gibt auch Objekte hier auf der Karte. Die sind eine Frechheit. Also da möchte ich auch kein Geheimnis draus machen. Wir haben uns in der letzten Folge, glaube ich, dieses VDK-Gebäude angeschaut. Wenn man da vorbeifährt, da denkt man sich, das ist die kreative Phase gewesen. Viel mehr kann man da auch gar nicht zu sagen. Aber grundsätzlich so vom Straßenverlauf und sowas ist das ja durchaus realistisch. Und ich dachte mir, ich mache heute nochmal eine Folge, um A, drauf einzugehen, was ihr so geschrieben habt, und um B, mir dieses Chrono-Event anzuschauen. Herzogstraße. Herzogstraße. Ich glaube, achso, doch, ist das richtig? Ich glaube, wir sind schon eine weiter, ne? Wir sind Landtag-Kniebrücke. Landtag-Kniebrücke. Und B, um nochmal so ein paar Storys zu erzählen, weil ich meine, ich bin ja oft in Düsseldorf gewesen und ich habe hier in der Nähe mal ein Praktikum gemacht bei Center TV, also dieses normale Schulpraktikum habe ich hier beim WDR hier links gemacht oder auf der rechten Seite, ich glaube in den Shadow-Arkaden waren die, da war Center TV und da mussten wir jeden Tag, musste irgendwie das Wetter gemacht werden und das war ganz fürchterlich, auch unglaublich unangenehm, in der Zeit habe ich viel gelernt, denn das Wetter wurde bei diesem Sender nicht von einem Moderator gemacht, sondern man musste auf die Straße gehen und Passanten haben das vorgelesen, wenn ich mich da recht erinnere. Ist jetzt schon ein paar Jahre her, habe ich in den Sommerferien gemacht. Und ich zeige euch gleich die Stelle, wo wir jeden Tag standen und es war einfach nur fürchterlich. Es war die größte Zeitverschwendung. So, machen wir raus hier. Hier ist auch ziemlich oft Stau, glaube ich, ne, auf der Brücke. Zumindest immer viel los. Und da dann die Brücke. Jugendherberge. Und weil ich heute meinen sozialen Tag habe, lasse ich die, glaube ich, erstmal hier alle reinfahren. Man sieht ja, was hier los ist. Ah. Obwohl, wir haben drei Spuren. Ich dachte, das geht dann... Irgendwann wechselt das irgendwie. Hier vorne rechts, auf der Rheinpromenade, standen wir jeden Morgen um 10, 11 Uhr und haben dann da diese Vox Pops oder sowas. Ja, gut. Was soll man sagen? Das war ein spontanes Abbiegemanöver. Da haben wir Vox Pops oder sowas eingeholt. Also so, die Leute haben dann eben dieses Wetter gemacht. Und es war ein Krampf, da jeden Tag irgendwie Leute zu finden, weil es ja auch irgendwie eine komische Idee ist. Und
Selbst Rentner haben immer gesagt, ach, keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Niemand hatte Zeit um 11 Uhr morgens. Die einen mussten zur Arbeit, da hat man natürlich keine Zeit. Und die anderen, die hatten auch keine Lust einfach. Und dann war das immer auch so ein bisschen mit Überredungskunst verbunden. Fürchterlich. So, wir fahren hier ab. Dann ist ja mal ganz gut beraten, die rechte Spur zu nehmen. Und hier wieder. Mensch, sie haben heute auch irgendwie gutes Timing, was das Abbiegen angeht. Liebe Fahrgäste, falls Sie mir eine schlechte Bewertung geben sollten, ich gebe Ihnen gern die Nummer von dem Autofahrer vor mir. Können Sie alle Beschwerdebriefe hinsetzen. Oder wenn Sie kurz aussteigen wollen und sich selbst persönlich, das geht auch. So. Dann müssen wir jetzt gleich doch nochmal wechseln, weil wir natürlich hier links abbiegen müssen, um dann nach Oberkassel zu fahren. Ich habe gesehen, auch in anderen Städten gibt es das Konzept von diesem Metrobus. Der heißt dann zwar anders, aber auch da gibt es dann in engerem Takt Linien, die ein paar Haltestellen überspringen. Eigentlich bräuchte ich die Hilfspfeile gar nicht. Ich glaube, ich mache die gleich auch aus. Obwohl doch, für die Demonstration. Die muss hier irgendwo sein. Wo genau, weiß ich aber nicht. Aber genau, in anderen Städten, ich glaube Dresden hattet ihr geschrieben, gibt es das auch. Diese, ja, straßenbahnähnlichen Fahrzeuge, die dann eben ein bisschen schneller unterwegs sind und in engeren Takten fahren. Guten Tag, hallo, kommen Sie rein, kommen Sie rein, kommen Sie rein. Ich habe deine Jacke leihen, mir ist kalt. Ja, gut, dann mache ich die Heizung an. Wo haben wir denn hier die Heizung? Ganz neu auf dem Bus. Hier. So, ich hoffe, das ist jetzt hier richtig. So. Wobei die Heizungssteuerung, die variiert ja auch immer so ein bisschen. Und einige Heizungssteuerungen habe ich jetzt schon verstanden. Aber bei der habe ich es, glaube ich, jetzt wieder falsch gemacht, das richtig einzustellen. Vermutlich werde nur ich wieder gewärmt. Aber der Wille war da. So, und dann fahren wir hier Barmer Straße. Zur Barmer Straße. Und treffen dann gleich auch, also ich glaube, wenn wir die Straße runtergefahren sind, dann trifft man ja irgendwann auf die U75 nach Neuss. Manchmal sind hier so Details verbaut, wo man sich wundert, dass dieses Detail verbaut ist. Aber an vielen Stellen vermisst man natürlich auch viele Details. Und ich bin nach wie vor der Meinung, 30 Euro für das hier zu verlangen, das ist halt irgendwie, ich finde das halt immer so ein bisschen schade, weil hier, es ist halt nicht so, dass ja hier keine Arbeit drin steckt in so einem Add-on. Das macht sich ja nicht von selbst, ne? Also das ist bestimmt viel Arbeit, aber gehen Sie ganz gemächlich über die Straße, aber irgendwie, weiß ich nicht, ist es dann am Ende halt doch nicht genug Tiefe, genug Perfektionismus gewesen, um das alles vernünftig zu machen. So, dann biegen wir gleich da vorne rechts ab. Aber ich glaube, ich sehe am Horizont Polizeiwagen. Können wir die Barmer Straße noch mitnehmen? Ja. Okay. Ich glaube, hier ist die Fridays for Future Demonstration. Na, hier ist ja was los. Na, hör mal. Die Menschen sehen zwar ein bisschen kurios aus, aber professionell abgesperrt durch diese Polizeiautos, die man hier hingesetzt hat. Ist es so in Düsseldorf, dass die sozusagen immer stehen oder bewegen die sich auch? Naja, gut. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir jetzt hier rumfahren. Also alle Linienumleitung, das wird wohl unser Stichwort sein. Insofern geht es jetzt zum Belsenplatz auf etwas anderer Linie hier weiter. Ob ich das noch schaffe? I doubt it. Doch, das kriege ich noch hin. Na, ganz easy.
Aus dem Bus sieht es manchmal enger aus, als es tatsächlich ist. Haben wir es doch. Gut geschafft. Gerade noch rechtzeitig abgebogen. So, und dann müssen wir uns hier durch die enge Gasse schlängeln. Eigentlich bin ich schon Fan von solchen Chrono-Events, weil die ja dann doch nochmal ein bisschen Abwechslung reinbringen. Nur auch das ist natürlich ein bisschen einfacher gemacht, ne? Belsenplatz. Belsenplatz. Ach, das ist ja hier vorne dann schon. Kleine Gasse hier genutzt. Dass man hier durchpasst. Interessant. So. Da entbrennt jetzt sicherlich wieder ein Streit darüber. Oder eine Diskussion darüber. Wie gut oder sinnvoll solche Demonstrationen sind. Ich habe es so ein bisschen gesehen, als das angekündigt wurde, dass es eben hier mit integriert wird. Habe ich so ein bisschen gesehen, dass dafür also Blödsinn und sowas. Ich hoffe, dass es hier unter dem Video nicht ist. Eher belastend, so eine Diskussion. Gut. Und da sehen wir von außen, wie sich alles wieder schließt und wir hier... Ja, wir könnten jetzt nochmal einen Kaffee holen. Ich glaube, hier ist auch so ein Umstiegsplatz, ne? Also hier grüßen sich Dieter und Klaus dann oft und sagen, oh, alles in Ordnung bei der Karre. Oh, schmiert ein bisschen, ne? Aber ja, eigentlich okay, ne? Leute auch okay, Verkehr ein bisschen schwierig heute. Und damit ist die Fahrzeugübergabe dann professionell erfolgt. Ah, geht schon weiter. Heute fahren wir aber durch. Da, hier habe ich schon so oft gestanden. Ah, ich habe noch die Türfreigabe drin. Ah, jetzt ist die Ampel rot. Ich dachte, jetzt schon alles zugemacht, aber weit gefehlt offensichtlich. Ich weiß, ich glaube, ich habe in der letzten Folge vergessen, das Metrobus-Repaint drauf zu tun, ne? Irgendwas war da. Irgendwas war da nicht ganz in Ordnung. Naja, sollen wir jetzt nochmal die Aussicht über... Auf dem Bett. Aber das ist halt auch sowas, ne? Also hier gibt es eigentlich noch eine Ampel. Also hier. Ich guck mal gerade. So. So, hier gibt es eigentlich noch eine Ampel. Oder zumindest eine Möglichkeit, hier rüber zu gehen. Ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, ob es da auch eine Ampel gibt. Aber eine Möglichkeit, rüber zu gehen, habe ich selbst schon sehr oft genutzt. Weil man dann nämlich von diesem Bus hier zu der Bahn rennt, um dann weiterzukommen. Das ist ja hier auch so ein Umstiegszentrum. Und dieser Bus ist hier ganz gern mal ein bisschen später und die Bahn ist dann aber pünktlich, weil sie eigentlich nur aus dem Tunnel kommt. Und naja gut, wenn da im Tunnel noch nicht so viel passiert ist durch hohe Fahrgastaufkommen, dann ja. Also insofern, ich glaube auch die Position stimmt nicht ganz. Ja, das sind natürlich alles Details, da achtet man dann drauf, wenn man selbst das aus der Realität kennt. So, jetzt konzentrieren wir uns aber mal auf die Grünphase. Und werden dann hier vorne Richtung Comeniusplatz weiterfahren. So, jetzt. Das ist unser Einsatz. Schnallen sich an, halten sich fest. Achterbahnfahrt geht wieder los. Ganz geschmeidig hier rüber. Und dann auf Lanker Straße. Richtung Lanker Straße. Lank ist dann schon von der Nachbarstadt hier. Ortsteil, ne? Ach ja. Ja gut, hier von den Häusern erkenne ich jetzt natürlich nichts wieder. Viele haben auch geschrieben, da ist wohl viel so von den Häusern von Ruhrgebiet übernommen worden. Das passt natürlich nur bedingt, weil der Charme von Düsseldorf natürlich ein ganz anderer ist als der vom Ruhrgebiet, ne? Das ist ja auch, also... Das so ein bisschen zu vermischen, finde ich ein bisschen mutig, weil im Ruhrgebiet ist ja auch die Geschichte, warum solche Häuser und Siedlungen entstanden sind, eine ganz andere als in Düsseldorf. Da stammt ja auch teilweise, gerade hier in Oberkassel, da gibt es ja wirklich sehr schöne Häuser, auch aus anderen alten Zeiten, also Gründerzeit oder sowas heißt das, ne? Ich glaube, da ist viel. Ich bin jetzt kein Experte in dem ganzen Zeugs, aber du siehst so von außen, dass sie schon anders aussehen als die Gebäude im Ruhrgebiet. Deswegen interessanter, was zu übernehmen. Aber, ja, gut. Hauptsache so Details wie hier die Auspuffklappe sind umgesetzt.
Guter Mann, Sie stehen mir im Bus. Ich glaube, ja, ich weiß nicht, was er hat. Wenn ich irgendwie helfen kann, sagen Sie mir Bescheid, ne? Besser ist es. Was ist denn da los da vorne? Achso, ist rot. Ich dachte, die warten einfach nur, weil da irgendein Unfall passiert ist. Und wir sind direkt hinter der 834. Mal schnell, ja, Lankerstraße ist auch die richtige. Ja, da müssen wir weiter warten hier. Für viele Privatbusunternehmen ist das ja im Moment eine sehr schwierige Zeit, ne? Also so städtische Unternehmen, die kriegen dann noch gewisse Zuwendungen, aber auch da fallen ja die Ticketeinnahmen weg. Das ist auch nicht zu unterschätzen. Also ist schon übel. Und jetzt ist schon wieder rot. Das ist auch übel. Ich war schon mal bei 2,5 Minuten, aber jetzt sind wir wieder bei den alten, höflichen. 5 Minuten nach der Zeit ist es deutschen Pünktlichkeit. Meine Damen und Herren, merken Sie sich das für die Rheinbahn. Ach hier, das ist ja geil umgesetzt. Das stimmt ja tatsächlich. Das ist ja mega geil. Ich denke mal, das sind dann hier rechts sind immer die gleichen Anzeigen. Aber links, so sieht das Interface ja tatsächlich aus. Oder das Overlay da. Na, noch haben wir ein bisschen Zeit, uns das anzuschauen. Das haben die ja auch in die U-Bahn irgendwann getan, diese Bildschirme. Und die ganz lange Zeit funktionierten die nicht. Da wurde dann, wenn's gut lief, wurden links die Haltestellen angezeigt. Na gut, die 0 Minuten, die stimmen natürlich dann nicht. Aber wenn es gut lief, wurden links die Haltestellen angezeigt, aber die Anschlussmöglichkeiten ganz lange Zeit nicht. Und irgendwann funktioniert es dann. Und ich muss sagen, ich finde das mega praktisch, wenn man durch so einen Bildschirm schon informiert wird, ob man Bus XY oder Bahn XY noch bekommt oder nicht. Manchmal ist das nicht ganz richtig, aber kann man natürlich auch im Handy sehen. Aber so ist es schon übersichtlich. Also das System finde ich gut. So, an der Umsetzung, ja, noch ein bisschen arbeiten. Mufft hier ein bisschen, ne? Mach Fenster auf. Boah. Die Ampeln. So, jetzt fahren. In Düsseldorfer Manier einmal hupen. Hier stand ich jetzt mehrere Minuten lang. Aber gut, es soll vorkommen. So, und hier will auch direkt jemand aussteigen. Das heißt, ich mache hier schnell die Freigabe rein. Und dann steigen sie einmal am besten kurz aus. Lankerstraße, oder wie ein Werklehrer von mir damals gesagt hätte. Lanker. Lankerstraße. Er hat auch gesagt, Arnsgar. Naja. Ja. Lewitstraße. Die Lewitstraße. Comeniusplatz. Na, schon weiter. Diese Linie endet hier. Ich glaube, wir sind erstmal bei der Lewitstraße hier. Ah, ich glaube, ich bin falsch abgebogen. Mist. Ich hätte, glaube ich, die letzte abbiegen müssen. Ich habe nicht genau hingeschaut. Verzeihung, wir nehmen gleich nochmal die richtige Einfahrt. Die richtige Straße. Das passiert. Ja, das ist halt auch wieder so eine Sache, ne? Ich glaube, ich bin mit dem Bus noch nie so weit gefahren. Also es war meistens so, dass ich sozusagen zwischen Belsenplatz und Landtag dann... Was hier? Ja, ne? Zwischen Belsenplatz und Landtag dann auf der 835 gefahren bin. Und davor und danach eben nicht mehr. Vielleicht bin ich auch schon bis zum Kirchplatz gefahren, aber danach glaube ich noch nicht. Manchmal finde ich es erstaunlich.
mit die, ja, für 1,70, ne? Die Preise haben sich geändert. Wollen Sie trotzdem haben? Ich möchte ein Ticket. Ja, gut, das war meine Frage. Dann gebe ich Ihnen eins. Ich habe da mal eine Frage. Ja? Was für eine Frage haben Sie? So, und dann gibt es noch 3 zurück. Mensch, ist mir das unangenehm, dass ich hier falsch abgebogen bin. Gibt's ja gar nicht. So, und wir fahren aber jetzt geradeaus weiter. Ja, nee, was ich sagen wollte ist, ich finde es manchmal erstaunlich, dass man Dinge oder ich weiß nicht, wie es bei euch ist, könnt ihr ja mal schreiben, aber dass man Teile einer Stadt, in der man vielleicht lebt oder in der man arbeitet oder sowas, oft gar nicht kennt. Also man kennt dann so seine Strecke, die man immer fährt und da kennt man auch jede Straße und viele Leute, die da rumgehen und so, aber andere Teile der Stadt kennt man gar nicht. Ich meine, Düsseldorf ist natürlich jetzt auch ein extremes Beispiel, weil das eine große Stadt ist. Boah, das ist aber eng. Mal gucken, wie lang das der Knickschutz mitmacht. Ich glaube nicht so wahnsinnig lang. Boah. Wie soll man denn hier rumkommen? Ich glaube, ich hätte noch weiter ausholen müssen, ne? Hier ein bisschen mit dem Überhang arbeiten. Na, das geht nicht. Das wird hier aber ganz gediegen reinschallern. Ah, da sieht man es. Also der Nachläufer ist komplett im Baum. Also, ich bin ja gespannt. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr euch das Ding hier gekauft habt, ob das bei euch gut funktioniert hat. Dieses Abbiegen. Bei mir, ja, war es jetzt eher so durchschnittlich, würde ich sagen. So, da sind wir aber an unserer Endhaltestelle am Comeniusplatz angekommen. Das heißt, wir halten einmal schnell an. Und dann würde ich sagen, okay, die letzte aber zu spät. Alles klar, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne nochmal euren Eindruck, vielleicht habt ihr jetzt nochmal neue Eindrücke davon gewinnen können, in die Kommentare. Und wenn ihr es selbst spielen wollt, schaut mal in die Videobeschreibung, da habe ich euch das Add-on verlinkt. Ansonsten war es das erstmal von Düsseldorf. Ich glaube, wir haben alles gesehen, was man hier irgendwie so sehen konnte. Bus, wie gesagt, ganz gut. Map hat nette Stellen, manche aber auch nicht ganz so nett. Und insgesamt ist mein Fazit, das ist jetzt nicht eines der besten oder guten Payway-Add-ons. Aber wie gesagt, es gibt vernünftige Stellen und ja, naja. Es ist okay, aber ein bisschen teuer. Das war's von OMSI 2 Düsseldorf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.